Hashim Tachi, Codename Die Schlange, war einer der Generäle der UCK, der sogenannten Befreiungsarmee des Kosovo, die für die Loslösung von Jugoslawien und dann von Serbien kämpfte. Zwischen 1993 und 1999 war er bei der paramilitärischen Gruppe für Waffenkäufe und Rekrutierung verantwortlich. Gleichzeitig hatte Tachi in der Schweiz politisches Asyl bekommen. Nach dem Kosovo-Krieg mit 13.000 Toten war Hashim Tachi einer der Unterhändler bei den Friedensverhandlungen von Rambouillet bei Paris. Er galt als moderat und schaffte den Übergang vom Guerillakämpfer zum Politiker. Nach dem Wahlsieg seiner Partei wurde Hashim Tachi 2007 Regierungschef des Kosovo und erklärte die Unabhängigkeit der einstigen Provinz von Serbien. Ab 2016 war er Präsident des Kosovo. Nach der Anklage durch das Sondergericht in Den Haag wegen Kriegsverbrechen und Morden an politischen Gegnern trat Tachi 2020 zurück. Doch vielen gilt der inzwischen 54-Jährige weiterhin als Held.